So, ich bin's mal wieder, Tim. Wir haben heute ein neues Spiel zu spielen, nämlich Fez. Also ich hab's angefangen zu spielen, hatte überhaupt keine Ahnung, was ich machen sollte. Jetzt habe ich schon eher eine Ahnung. Jetzt weiß ich, was ich machen soll. Also starten wir ein neues Spiel. Okay. So, da beginnt dann auch schon das Spiel. Okay. Lieber Gomez, bitte triff mich auf dem Dach des Dorfes. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Gazia. Okay. Kann ich auch. Okay, mein Haus. Alte Falltaste nach oben gedrückt. Mach ich doch. Okay, so kann ich durch den Boden fallen. Okay, ich kann an Wänden hochkrabbeln. Okay, auf den Briefkasten kann ich nicht raufspringen. Ah, die Tür hier kann ich öffnen. Es gibt gar keine Teufelsquadrate, nur normale Quadrate. Okay. Ich glaube, darauf kann ich nicht gehen, oder? Ja. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht durchgehen, aber okay. Es war schon Nacht, aber okay. Warte nur ab. Okay. Okay. Okay.
Ich bin irritiert. Ja, ich muss gerade an Dr. Who denken. Weil der hat den Doktor ja auch ein Fest. Okay, alles scheint gerade zu verkrüppeln. Okay. Ich kann jetzt mit A und D die Perspektive ändern, in der ich mich bewege. Irgendwas ist schief gelaufen. Ich brauche deine Hilfe. Ich soll dir den Weg zeigen. Ich bin dort. Okay. Er sieht aber nicht gerade nach einem Punkt aus. Das Hexadron wurde zerschlagen. Zerschlagen und überall in der Welt verteilt. Du musst es wieder zusammensetzen. Sonst wird alles in sich zusammenbrechen. Du hast ein Geschenk erhalten. Dir wurde offen ein großes Geheimnis offenbart. Es gibt eine Welt jenseits deines Dorfes. Und noch weitere Dimensionen als die, die du kennst. Diese Tür führt zur Außenwelt, aber sie ist noch versiegelt. Der Markierung nach zu urteilen, musst du erst einen Würfel finden, damit sie sich öffnet. Es gibt viele solcher Türen überall in der Welt. Für jede benötigst du mehr Würfel als bei der letzten. Um diese Reise zu Ende zu bringen, musst du alle 32 Würfel finden. Aber zuerst musst du diesen Ort verlassen. Im Dorf befinden sich 8 Würfelscherben. Wie diese hier zum Beispiel. Zusammen ergeben sie einen vollständigen Würfel, mit dem du die Tür entriegeln kannst. Finde sie. Kleine Zusammenfassung. Glänzende goldene Würfel, sehr wichtig. Du musst sie alle finden. Ansonsten fällt das Universum über dir zusammen. Ich will dich nicht unter Druck setzen. Und denk dran. Mit A und D kannst du deine Perspektive ändern. Mach dich auf den Weg. Okay, mal gucken, was hier drin ist.
alter Typ auch mit Fess. Es ist so lange her, du bist an der Reihe. Ich bin müde. Und da ist dieses Ding mit dem Auge. Als einfach nur das immer wieder zu versuchen. Okay, ich bin ziemlich scheiße in diesem Spiel. Okay, sonst nichts mehr. Aber das ist eine Kiste, mit der ich nichts machen kann. Von dieser Seite was mit der Kiste machen. Ne, die Kiste lässt nichts mit sich machen. Oh, verdammt. Okay, also ich ende hier jetzt total planlos und ja, an diesem Punkt beende ich mal die Aufnahme und ich muss dringend herausfinden, wo diese Teile sind. Nun, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!